Ich weiß noch, wie ich diese ungewöhnliche Detektivin zum ersten Mal traf. Ich war in Shinjuku. Es war kurz nachdem ich Hoodie kennengelernt hatte. Sie stellte Nachforschungen zu einer sogenannten digitalen Welt an. Digitalen Welle an! Ah! Irgendwie wurde ich in ihre Nachforschung verwickelt. Ja, die Kaffee, das war so geil. Was war da alles drin? Gummibärchen oder irgendwo? Irgendwas Komisches auch noch so. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, auch so Süßkram einfach. Stimmt etwas nicht? Gibt es hier auch Kaffee? Erinnerst du dich an unser erstes Treffen? Was für eine sehr große Hilfe. Das Arbeitspensum hätte ich alleine nicht bewältigen können. Damals hatte ich keine Hilfsdetektive, so wie jetzt. Wahrscheinlich ist mir dadurch bewusst geworden, wie nützlich ein Hilfsdetektiv wäre. Dafür bin ich dankbar. Das Spiel spielt genau zeitgleich! Ohne Scheiß! Wenn der weibliche Avatar vorhin bei uns vorbeigelaufen ist, muss es zeitgleich spielen. Sie sagt nämlich, dass sie jetzt Hilfsdetektive hat. Also ich denke mal, dass es zeitgleich spielt. Weil dieses Vieh von vorhin, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Naja, ich weiß. Obwohl, der Kaffee schmeckt doch gut. Wahrscheinlich ist mir dadurch bewusst geworden, wie nützlich ein Hilfsdetektiv wäre. Dafür bin ich dir dankbar. Also ich glaube zumindest, dass es zeitgleich spielt jetzt, weil wegen diesem Monster, was da vorhin kam. Apropos Helferlein. Weißt du, was später geschehen ist? Wie schade, vielleicht kennst du dich mit dem Übernatürlichen nicht aus. Auch Agumon und Gabumon. Die haben jetzt nämlich schon ihre Erinnerungen wahrscheinlich verloren und treffen bald auf Nokia. Das heißt, dass wir Nokia bald wahrscheinlich doch sehen. Fände ich cool, wenn das wirklich zeitgleich spielen würde. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn du dem digitalen Monster in Shinjuku vor mir begegnet wärst. Das Rad des Schicksals hätte die Zukunft verändert und die Gegenwart wäre jetzt ganz anders. Unmögliche Vergangenheiten wären miteinander kollidiert und die Welt wäre verschwunden. Und ich glaube, das war auch ein weiblicher Avatar, das war der weibliche Avatar, weil das ja mein Spielstand vom weiblichen Avatar ist. In dem Fall wäre die Existenz einer fixen Gegenwart eine Voraussetzung. Hm? Ach, schon gut, vergiss es. Machen wir es nicht zu kompliziert. Magst du eigentlich Kaffee? Tut mir leid, dass ich dir vorhin kein Angebot habe. Ja, geh her! Ohne Wiedersehen zu feiern, möchte ich dir meine Spezialmischung anbieten. Spezialmischung? Fette Spoiler, ja. Wie gesagt, musst du wissen, wenn du dich spoilern lassen willst. Also ich zwinge niemanden, sich spoilern zu lassen. Habe ich gezittert? Was ist bloß los? Ich habe ein ungutes Gefühl. Rettet mich! Der Kaffee ist nicht gut. Was? Eine Digilein-Nachricht von Chitose. Leuchtet es mit dem Fall?
Während so eines wichtigen Falls würdest du dich nicht ablenken lassen, oder? Ich habe Spyware auf deinem Digivice installiert. Ich weiß also, wenn du deine Pflicht vernachlässigst. Komm schon! Als ob ich so etwas tun würde. Aber wenn ich wollte, könnte ich. Boah, wie der mich verarscht! Ich ziehe dich bloß auf. Ich weiß nicht, ob er das ernst meint. Ich habe ein ungutes Gefühl, ich sollte gehen. Was ist los? Muss los? Du hast wahrscheinlich gerade zu tun. Ich wollte wissen, wie du meinen Kaffee findest. Aber das können wir ein andern Mal besprechen. Ja! Gib mir Kaffee! Das Schicksal scheint uns zusammenzubringen. Sicher wird sich die Chance bald ergeben. Wenn du jemals eine fantastische... Alter, diese Namen. Aber es ist ein neuer Stadtteil. Das ist auf jeden Fall ein neuer Stadtteil. I love it. Also dieses Spiel ist jetzt schon mega. Also ich habe zwar nicht viel gekämpft, aber allein die Story ist es ja schon wert. Also I love it. I love it. Ah, das ist einfach zu geil. Ja. So. Ach, es gibt auch noch. Hab ich jetzt mal. So, gehen wir nach Eden. Das Spiel ist einfach nur geil. Sorry, wenn ich ab und zu mal ein bisschen abgelenkt bin. Navid, ich bin das niedliche, clevere Maskottchen von eben. Ich muss den nervig sprechen. Du hast einen Flyer mit Papiertüchern genommen. Hier ist ein Geschenk für dich. 3 Heimattor, 3 Export. Ich hoffe, die gefällt eben. Ja. Was? Gibt's hier nichts anderes? Klar. 2 つとも終わった? Yoshi, yoshi. Yushu, yushu.
Klar, flirt ich. So, stara sa, ojo to Eden ni itte kite kurenai ka? うん?怒らせたばかりだし気まずい?心配すんなって、もう怒ってねえから。いいから行ってこい。これは先輩命令だ。 お嬢にはもう伝えてあるから、先にログインしてるはずだぜ。メインエントランスで落ち合ってくれよ。 Nachrichten! Tiso, meinst du, weißt, wie man Pferde von einer Schachtafel an? Ah ja, du kannst jetzt auch externe Fälle nehmen. Schau an der Tafel vorbei. Du kommst vom PC aus zum Haupteingang von Eden. Lock dich ein, leg los. Ich habe den neuen Sportmanga gelesen, Slam Monk. Die Lehren des Klosters lassen sich überraschend gut beim Basketball an. Slam Monk! Gibt's den wirklich? Hört sich nämlich sehr interessant an, muss ich sagen. Haben wir neue Aufträge? Nee, hier Aufträge. So, ab nach Eden, aber erstmal gehe ich auf Toilette. Bis gleich. Sollte doch hier hinkommen, oder? Der Haupteingang zu Eden, ein öffentlicher Ort, der von den meisten Nutzern von Eden genutzt, besucht wird. Ich sehe Erika nirgends. Sie hätte vor mir hier sein sollen.
kann sie nicht erreichen. Anscheinend stimmt wieder etwas mit dem Signal nicht. Mit meinem Signal nicht. Ja, kann gut sein. Vielleicht wartet sie woanders. Ich sollte mich lieber umsehen. Genau. Unglückliches Mädchen erhalten. Noch eine. Ja, das kenne ich. Da oben ist der Typ. Ich schreibe mal kurz was. So, da gibt es sogar mehrere. Mal gucken. Hallo? Ich gehe auf die Bank, dann die Post, dann ins Kino. In Eden ist also praktisch. Ein glückliches Mädchen? Ein Mädchen? Keine Ahnung. Ich habe keine Zeit. Vielleicht er hier? Als wir Kinder waren, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das Internet eines Tages so aussieht. Das war die falsche. Wow, ich kann im Cyberspace herumspazieren. In welch tollen Zeiten wir doch... Wartet mal kurz. Ja, wieso geht das nicht? So, So. Ob ich ein trauriges Mädchen gesehen habe? Weiß nicht. Die Gefühle von Frauen erkenne ich nicht gut. Du vielleicht? Suchendes Mädchen, vielleicht nach anderem Mädchen. Der Empfang ist hier ist das Letzte. Ich erreiche meinen Freund nicht. Ich werde mich beschweren. Triffst du auch jemanden? So ein Mädchen habe ich nicht gesehen. Der ganze Radar um Cyberspace ruiniert alles. Ah, da hat der letzte Typ, den ich hier bestimmt auch nichts. Obwohl, der sah verdächtig aus, dich. Ich habe einen Job in Eden bekommen. Ich fange heute an. Ich bin so aufgeregt. Mögliches Mädchen? Du suchst jemanden? Ich habe hier niemanden gesehen. Hast du es schon woanders probiert? Ich habe Uhr bekommen. Nein, Telefon. Ruhe jetzt. Hab keine Zeit. Das ist bestimmt wieder Werbung oder so. Weil sonst ruft mich nämlich hier keiner an. Wenn, dann benutzen die meisten das Handy. Ich sehe Erika nirgends. Was zum Teufel? Geheimnisvolle Präsenz. Steht hier einfach hinter mir! Ich bin da.
Seit du dich in ihn eingehabt. Aha. Oh, ist die, was? Niedlich. Eine Software, die Schaden macht. Habe ich recht? Dieses Gesicht! マルウェアっていうのはデジモンプログラムに手を加えて作った特殊なウイルス依頼が入ってから情報収集を始めるんじゃ後手に回るからってお兄ちゃんがこの方法を考えたの。マルウェアたちは動作にわずかでも異常があるとすぐセキュリティに引っかかるからメンテナンスは必須。もちろん千歳のプログラミングはそんなお粗末なものじゃないけど。 エデンの運営チームには優秀な技術者が揃っているし、ザクソンや他のチームにはすごい腕のハッカーがいる。ナビット君っていう正体不明のハッカーも活動しているし、慎重に慎重を重ねる必要があるわ。分かった。 ハンマー zugehört。ich finde das Gesicht。プログラムの話をするときは楽しそう。私が。うん。楽しいわ。Die gefällt mir, ist voll der Nerd。プログラムが、というか、ネットの世界が。え、君は？ Eden, ja, ich mag es. So, mein erstes Date mit Erika. Wir dürfen es nicht vermasseln. Willkommen beim Dating-Simulator, nicht Spaß. Letztes Mal war hier was. Und hier ist schon wieder was. Jawohl. Ich habe aber das Gefühl, die haben das Spiel 1:1 einfach mal level designt, weil es ist einfach das Gleiche. Es gibt zwar neue Gebiete, aber viel Neues sehe ich bis jetzt noch nicht. Wohin wollten wir mit der eigentlich hin? Ich hab total vergessen, wo ich mit der hin wollte. Ah, okay. Nee, das ist ein potenzielles Patamon. Okay. Nein, Moment mal. Beides. Ich bin auch bescheuert. Dieses schwarze, rote etwas und dieses mit dem Schnuller drin, das sind noch weiter zurückgebildete Digimon als das da. Habe ich total vergessen. Das heißt, ich habe welche gescannt, die später zu etwas Besserem werden.
Also zu dem werden, was ich eigentlich auch geskinnt habe. Ja! Hallo, mein Kleiner! Digimon wo kaizou steiru tte itta desho? Kono ko ga koko ni shikonde aru malware, Kumobachi-chan. Modden? Koko wo tsuka suru user wo kanshi steiru no. Kono ko mitai ni yōryō no chiisai Digimon wa hanyōsei ga takaku te. Hör auf, das kleine Wesen als Schadsoftware zu bezeichnen. Das hört sich so böse an. Ja, ich mag Erika auch. Boah, wir haben kleine Babys zum Zwangsarbeit. Nara, goe yoroshiku. Watashi, Digimon motte nai kara. Kleidschutz? Nani? Digimon ga inai no ni, hackingu shite iru no ga fushigi. Watashi ni shite mireba, dare ga tsukutta no ka mo wakaranai Digimon ya, Digimon capture ni, aai ni kaeru hou ga fushigi. Datte, donna kumikata sarete iru no ka wakaranai da yo. 私は自分でプログラムを組む。このやり方が好き。ロートルって馬鹿にする人もいるけど、一世代前のハッカーはみんな Was für ein Digimon hat die eigentlich? Ein Wal? Ist. Oder. Walmon? Nee, Spaß. Ich weiß ja, dass der andere Cyberdramon hat. Oh. Ich hätte schon gern gewusst, ob die eins hat. Oh, neue Schläger, ich sehe mehr aus wie ein Junkie, aber okay. Anscheinend bin ich Kanonenfutter. Oh ja, ich komme mit. Egal, wohin. Der zweite mit Mailville infizierte Ort ist der Eden-Gemeinschaftsbereich. Ich gehe hin. Okay.